Sie hätten ein Konzept, wie man sicher aufsperren könnte, die Gastro zum Beispiel? Ja, wir haben Werkzeuge entwickelt, die man aus meiner Sicht braucht, um das überhaupt möglich zu machen. Jetzt muss man das natürlich im Kontext der pandemischen Entwicklung sehen, überhaupt keine Frage. Aber eine Lösung muss ja auch Lösungen für die Gesundheitsbehörden am Ende des Tages bieten. Und das stellt einige Herausforderungen dar. Wir hatten ja eine Registrierungsverordnung, die dann allerdings A, gekippt worden ist, und B, waren wir alle im Lockdown. Daher ist es gar nicht aufgefallen, dass es dafür keine Lösung gab. Aber in der Zwischenzeit bin ich sogar der festen Überzeugung, dass eine Öffnung der Gastronomie ein Beitrag zur Pandemiebekämpfung sein kann. Weil wir sind jetzt im dritten Lockdown in der Zwischenzeit und wir mussten alle zur Kenntnis nehmen, dass die Zahlen nicht schnell genug gesunken sind und nicht tief genug. Das ist ja das, was jetzt auch im Raum steht als Besorgnis, das gegen die Öffnung spricht. Ich bin allerdings der Meinung, dass nachweislich die Gastronomie am dritten Lockdown und am pandemischen Geschehen, so wie wir es jetzt erleben, gar nicht teilgenommen hat. Unabhängig davon, ob es Winter oder Sommer ist. Aber die waren nicht Teil des Problems. Und das lässt zunächst einmal den Umkehrschluss zu, dass eine Öffnung was beitragen kann. Das klingt jetzt nicht ganz logisch im ersten Schritt, aber ich kann schon nachvollziehen, das ist wahrscheinlich ähnlich, wie Gerd Kunze gesagt hat, dass man nicht heimlich irgendwo Partys feiert, sondern dass man unter geregelten Voraussetzungen die Leute zusammensitzen lässt, damit da nichts passiert. Aber wie schaut Ihr Konzept konkret aus? Sie haben ja auch eine Idee, dass man die Leute testen kann, das nachvollziehen kann, ja, und dann auch relativ einfach vorzeigen kann bei einem Gastronom. So ist es. Also die Lösung basiert im Wesentlichen auf zwei Strängen. Das eine ist, wir kooperieren mit einem Testanbieter, der über den Handel mittlerweile das höchst gerankte Testniveau anbieten kann, einen PCR-Gurgeltest. Mhm. Das bedeutet, dass wir sehr in die Fläche kommen können mit dem Testen, was jetzt wieder auf der anderen Seite sinnvoll ist für die Pandemieüberwachung. Mhm. Mit diesem Testergebnis, das auch schon mit einer EDV-Lösung anlässlich des Testens und dann der Laborauswertung auf EDV-Basis passiert, kann der Gast dann an unsere Lösung andocken, wenn er ins Lokal kommt. Das heißt, da gibt es dann zwei Checks. Das eine ist aus unserer Lösung, die ich dann noch schildern werde. Und das zweite ist er jetzt ohnehin nicht negativ, mhm, damit man verhindert, dass sich Leute, die sich nicht an die Regeln halten, dann dennoch eine Gefahr im Lokal darstellen. Okay. Das ist, also es gibt in Wirklichkeit zwei Checks. Die Schwierigkeit und die Abgrenzung gegenüber anderen Lösungen, die man denken muss, besteht darin, dass das Datenschutzgesetz den Umgang mit Gesundheitsdaten extrem streng regelt. Mhm. Ja. Also das war ja eines der Probleme der sogenannten ersten Registrierungslösungen. Da hat jeder, der einen QR-Code lesen konnte und eine HTML-Angabemaske programmieren konnte, hat gesagt, jetzt habe ich auch eine Registrierungslösung. Das geht aber so nicht, weil wenn man das als Tracen auslobt, dann ist die Handynummer, die beim Pizza bestellen null Problem ist, plötzlich bei der Registrierung ein schützenswertes Datengut und damit haben sich ja selbst die Behörden verhalten. Mhm. Das heißt, man muss das einmal strikt trennen. Okay. Das Zweite ist, dass alles, was mit Überwachung, Tracen zu tun hat, immer im Behördenbereich sein muss. Weil du darfst als Privater keine Gesundheitsdaten haben. Ja, ja, klar. Nicht einmal erfassen. Ja, klar. Erfassen ist ja schon verarbeiten, ja, in Wirklichkeit. Und daher haben wir gesagt, wir packen das Ganze in eine Servicelösung ein gegenüber dem Kunden, weil ja wie immer das pandemische Geschehen sein wird, wie immer die Anzahl der Geimpften oder der Getesteten sein wird, es wird trotzdem Corona-Regeln geben müssen. Hm. Und jede Corona-Regel, ich sage immer, wurscht wie groß der Babyelefant ist, bedeutet im Ergebnis eine Reduktion der vorhandenen Kapazität. Entschuldigung, dass ich das ein bisschen unterbreche, aber wie schaut das konkret in der Praxis aus, Ihr Konzept? Der Gast scannt einen QR-Code, soweit wie alle anderen, aber im Hintergrund verwaltet der ohnehin durch die Pandemie-Regel reduzierte Kapazitäten das System ganz automatisch. Das heißt, der Gastronom hat keinen zusätzlichen Aufwand, ständig herumlaufen zu müssen, mhm, und zu schauen, habe ich eh nicht zu viele Leute im Lokal. Aber gehen wir einen Schritt zurück. Wie konkret, ich möchte mich testen lassen, damit ich dann ins Gasthaus gehen kann. Was muss ich tun? Sie gehen zu einem Test,
kaufen sich den. Ich kaufe mir den Test im registrieren sich wo. Und kriegen dann das Testergebnis entweder in Form eines QR-Codes auf ihr eigenes Handy. Das okay. hat mit unserer Lösung noch gar nichts zu tun. Okay. Oder ich schicke einen PIN hinüber in eine Datenbank, wie immer die ausschaut, bestehend aus Test- oder Testdaten, und sage, ist der okay oder nicht? Mhm. Und der schickt mir einen PIN zurück, der besteht aus einem Hakel oder einem Kreuzel. Und damit ist die Sphärentrennung immer gewährleistet. Und der Wirt oder der Gastronom kann das überprüfen? Und der Gastronom liest diesen PIN und sagt, ja, passt. Und wenn es nicht passt, dann sagt er, es tut mir leid. Und das ist aber keine theoretische Lösung, das gibt es schon konkret. Halt. Geht, ja. Und ich habe gehört, Ihre Firma arbeitet mit anderen Regierungen eventuell auch schon zusammen? Naja, es gibt ein paar Anforderungen, die zusätzlich erfüllt werden müssen. Wir erleben ja jetzt gerade die Diskussion über Regionalisierung. Es muss unterschiedlichen Inzidenzzahlen entsprochen werden können. Da gibt es welche, so wie die Vorarlberger jetzt, die liegen sehr gut. Und dann gibt es solche, die liegen nicht so gut. Und jetzt ist es aus meiner Sicht wichtig, dass die Behörde das zentral steuern kann und abhängig von den jeweiligen Zahlen, die sie haben, bestimmen sie, du darfst 50% deiner Kapazitäten nutzen, 40, 60. Und das hängt halt von der Infektiosität ab. Und was wir anbieten, ist der Behörde zu sagen, okay, du kannst das steuern, das hat nichts mit der Gastronomie zu tun, das sind die Regeln, die halt festgelegt werden, zentral.